Hallo, heute zeige ich mein selbstgebautes Regal. Die Idee ist, mehrere Holzbretter mit kurzen Balken zu verbinden und diese dann zu verschrauben. Im Baumarkt habe ich mir Regalbretter und Balken besorgt. Die Balken habe ich auf 20 cm gestückelt. Das Ganze hat um die 30 Euro gekostet. Für die Bohrungen der Bretter habe ich mir eine Schablone gebaut. Ebenso für die Balken, da hier ein Taschenloch benötigt wird, um die Ebenen zu verbinden. An einem Reststück habe ich ausprobiert, ob das Ganze auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Als erstes werden die Ecken der Bretter mit der Schablone vorgebohrt. Nun wird noch eine Bohrung in der Mitte gemacht für die fünfte Stütze. Ebenso werden die Taschenlöcher der mittleren Balken vorgebohrt, die die Ebenen verbinden sollen. Nun der Aufbau. Als erstes werden fünf Balken an das untere Brett geschraubt. Nun wird oben ein weiteres Brett draufgelegt und ebenfalls festgeschraubt. Jetzt kommen die Balken mit den Taschenlöchern zum Einsatz und das Ganze wiederholt sich bis zur gewünschten Größe. Hierbei ist es wichtig, dass der Balken nicht verrutscht. Ich habe zum Schluss aus den Resten noch ein paar Füße drunter gesetzt, so passt der Robi besser drunter. Hier der Vorher-Nachher-Vergleich in meinem Arbeitszimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer freue ich mich über Likes, Kommentare und Abos.